Hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Feed the Beast mit dem Spacken da. Und meine Feststelltaste hat gerade schon wieder gespackt. Pascal ist übrigens ja, auch dabei. Genau. Der ist jetzt aber gerade noch AFK, irgendwie Essen oder sowas hat er gerade gesagt, egal. Wir wollten aber nicht warten, sondern... Oh, genau. Steak. In der Zwischenzeit ist wahnsinnig viel nicht passiert. Nicht wirklich viel, es sind, waren glaube ich insgesamt zwei oder drei Tage. Auf jeden Fall habt ihr ganz schön hier gerackert. Ja. Ich komm, wir zeigen das erstmal unten. Ja, also hier ist so ein Versuch von einer Sortiermaschine, aber die funktioniert aktuell irgendwie nicht, weil ich zu faul bin, die Sachen da einzusortieren. Das baue ich später ein einfacheres Modell. Und ansonsten hier halt unsere MJ-Produktion. Warum ist hier ein Bienenstock? Hier schon ein paar Geräte. Keine Ahnung, warum deiner ist. Weißt du, das macht überhaupt keinen Dann Sinn. Dann hier drüben. Im Stein eingeschlossenen Bienenstock. Nö, nicht so wirklich. Dann hier drüben eine Farm. Weed. Die ist zweietagig, also hier drunter ist noch keine Kartoffelfarm. Kartoffel, keine Möhren. Kartoffeln sind das, ja. Wir haben uns für Kartoffeln entschieden, weil wenn man die backt, die viel ja, mehr aber ohne bringen Backen und mit dem bringen Powered können wir die Kernels. Hälfte Möhren machen. Nein, weil Möhren bringt relativ wenig und da wir die Powered Furnaces haben, aber ein paar Möhren steckst du brauchen wir, einmal falls kurz wir, also ein Kartoffeln paar da Möhren müssen wir rein. noch anpflanzen, weil ich habe noch 10. Ja, hier oben wachsen ja Ach auch so, da Möhren. wachsen Möhren. Wuchsen. Betonung auf wuchsen. Können wir da vielleicht ein bisschen was... Die wurden offensichtlich entfernt. Ich mach mal hier ein bisschen was. Ja, ein bisschen was vom Weizen. Keine Ahnung, was Pascal da angestellt also wir hat. Hier die drei Reihen hier können wir im Ding jetzt machen, weil... Weil auch für Schweine Ja. brauchen wir das ja. Ich glaube, das ist hier übrigens schon. So. Na, und dann ist hier unten. Kommst Moment, mal Moment, runter. ich baue nebenan. Ach ja, so ein kleines, aber feines Detail ist zum Beispiel auch, dass wir in der Zwischenzeit diese Redstone Energy Conduits Leitungen, wie auch immer, bekommen haben. Das sind Sorry. halt Leitungen, die unbegrenzt weit MJ leiten können und die sind etwas komplizierter zu Man braucht machen. dafür nämlich Deswegen diesen Obsidian Dust, soweit ich weiß. Oder Pulverized Obsidian. Und ein Pulverized Obsidian kriegt man halt aus einem Obsidian Block. Verbraucht. Und das ist natürlich ein bisschen kacke ist. Hast du noch gerade gebratene Kartoffeln oder sowas? Weil ich hätte dann auch mal. Ja, habe ich. Kotzen. Ich sammle nicht auf. Ja, weil ich sie wieder aufgesammelt habe. Kannst du das in den Inventar verlassen? Nee, doch nicht. Na, hier haben wir auf jeden Fall eine Kaktusfarm. Das war die Kaktee. Aua. Ganz bestimmt. Ja, ja. Schon wieder. Das ist Frühling, die Bäume schlagen aus. Und hier unten Dingsfarm. Alter, das ist schon wieder zugewachsen, das habe ich eben erst abgeerntet. Ja, das Zeug wächst wahnsinnig schnell, weil das steht auf Xy. Dieses unaussprechlich mit dem X, was Y, irgendwas. Z ist genau. Glaube ich nicht hier drin in dem Wort, aber X und Y ist schon mal nicht schlecht. Ja, das ist halt so ein Zeugs, das ist Wasserquelle, Boden, also Farmland und... Ach nee, egal. Doch, also man könnte darauf auch Weizen anpflanzen. Echt? Und warum machen wir's ja, und Düngermittel in einem. Und das habe ich halt drei Blöcke übereinander gebaut und das heißt, es wächst jetzt schon ein ganzes Stück dreimal so schneller. Schnell. Ich weiß nicht, wie viel genau das ist. Wenn man 250 mal oder 255 mal das machen würde, bei Weizen, dann kannst du dem Weizen beim Wachsen zuschauen. Geil, lass es mal machen, so bei einem Block oder sowas. So eine Instant-Weizen-Farm. Kein Platz mehr. Kein Platz mehr. Bist du sicher, weil, warte mal, wir haben hier doch noch Barrels. Nehmen einfach mal das ganze. Ach stimmt, wir haben noch ein paar Fryer. Ein paar Fryer Barrels, genau, und da tun wir jetzt einfach allen Sugarcane mal rein. Das hier. Alter. Tata. 774 Sugarcane. Ist ein bisschen wenig. Standard. Oh mein Gott. Wir haben ein bisschen viel Kaktus irgendwie. Kaktus. Können wir auch einen Barrel für aufmachen? Do the barrel roll. Nee, ich brenne das jetzt. So, jetzt der Plan für jetzt. Ich mache einen Geothermalgenerator. Wir haben nämlich nur MJ und keine EU-Produktion.
Und dafür brauchte ich. Ah ja, Redstone brauchte ich dafür. Und da habe ich mich gerade so aufgeregt, dass ihr keinen Redstone habt. Habe ich mich auch schon drüber aufgeregt. Wie kann das überhaupt passieren? Keine Ahnung, vielleicht dadurch, dass wir Energy Conduits in dem frühen Stadium gemacht haben und das ziemlich viel Redstone Das ist keine wegzieht. Entschuldigung. Zwei Redstone pro so eine Pipe. Und das sind da unten über zwei Stacks Redstone, die da verheizt sind. Das ist keine Entschuldigung. Keine Entschuldigung. Wobei zwei Stacks sind eigentlich nicht viel dafür, was wir haben. Lol, was war das denn gerade für ein Monster-Leck? Alter! Du hast mich geschlagen. Waren die Kakteen im Keller? Auf jeden Fall. Habt ihr eine Mine oder sowas? Yes. Du könntest dich hier einfach weiter runter begeben. Ja, hier ist ja, ja genau, ich sehe schon, hier kann man sich runter. Ich finde die Leuchten schön, diese Hey, da ist Blöcke. noch Dingens. Das war Fallschaden. Ich hab's nicht mit Schwert gemacht. Au! Au! Au, au, au! Ich habe ein halbes Herz. Aber geil, bist du noch runtergefallen. Au! Irgendwie regeneriert mir jetzt total Hier ist ein schnell. Slime. Langsam, schön. Oh, Hallöchen. So sieht man sich wieder. Irgendwo ist hier ein Da hinten Slime. ist ein Zombie. Ein Angry Pirate sozusagen. Ja, der. Wo ist der hin? Oh Oh, mein hier Gott, ist wie der geht's da? Schleim. Da geht's tief runter. Ah, da hat mich der Zombie gerade erschrocken. Ah, da ist ja auch schon unser wetter Frosch. Froschscherb. Frosch. Froschherb. So rum, nicht Froschherb. Karl, du hast einen Schlag verdient. Wo bist du? Ich hab nichts gesagt. Warum hast denn du jetzt einen Schlag bei dir? Er hat mich Und Froschscherb ja, genannt. Froschscherb. Ich dich auch. Du hast dich aber nochmal korrigiert. Und bei dir, aber ich schlage doch Froschscherb nicht. P. Man schlägt seine Sklaven nicht. Dafür hat er jetzt wieder einen Schlag verdient. Finde ich. Ja, okay. Also ich kauf hier Pufogelschlag weg, indem ich dich nicht schlag. Boah, du bist voll Okay. nett, Junge. Okay. Jo und so. Ja, Joey, Junge, Joe. Ich bin Avril Joe. Ich habe natürlich keine Spitzlacke. Spitzlacke. Keine Spitzlacke. Ich hab eine, ich hab eine, ich hab eine, ich hab Ich habe ja eine. auch eine, aber nicht dabei. Und Ich hab nicht an auch der eine. Karte. Wo seid ihr? Okay, was ist das? Oh, ich bin in Lava Bauxit? Ey, gefallen. das braucht man noch für irgendwas, ne? Titanium, ne? Für Wie Titan. viel kriegt man nochmal aus einem Bauxit? 8 Stück, oder? Also Dust, oder? Also total viel Tiny Bauxite. Piney kriegt Nein, man da draus noch, das glaube ich, oder? Titanium-Ding, Tiny Pile kriegt man raus. Aber um die kriegt man aus einem Bauxit-Ore, kriegt man da 8 Dust raus, oder wie war das? Woher soll ich denn das auswendig Jonas, wissen? das geht aber jetzt nicht, ne? Oh, ich bin schon wieder in Lava gefallen. Nicht echt, oder? Schon zweimal. Doch, aber ich habe es überlebt. Zum zweiten Augenscheinlich, Mal. ja. Hey, ich hab Nikolaid gefunden. Und ich hänge in einem Loch Ich fest. nicht. Hi. Hallo. Jetzt hast du mein Nikolaid aufgesammelt. Sorry. Es tut überhaupt nicht leid. Nein. Was hat da so wie Glas gerade geklungen? Du. Das ist Quatsch. Beim Sterben. Das hat also so wie Glas geklungen. Das ja, das hat so wie glatt geklungen. Warum lasst ihr echt den Turtle nicht mal auf Redstone-Ebene graben? Ja, weil er dafür bräuchte, wäre erstmal wieder ein Wir haben Turtle. einen Turtle. Der Ich liegt nämlich in mag der Kiste, diese Jonas. Kristalle. Ich weiß. Ich wollte auch eigentlich Kohle Die habe ich doch sagen. gerade abgebaut. Außerdem haben wir noch 16, ja 36 Kohle gehabt. Du
Freizeitprofi. Was kommt eigentlich für eine Todesmeldung, wenn man durch diese Kristalle stirbt? Ich hab's noch nie gemacht. Wäre lustig. Also rein aus wissenschaftlichen Gründen natürlich. Ich begleite dich jetzt einfach mal und du sagst mir, wenn du wieder zurück willst, dann kann ich dir nämlich ein Linking-Book geben, mit dem du dann zurückkommst. Habe ich das nicht geil gib gelöst? Mir nur eins. Ich möchte zurück. Ha ha ha. Das steht da drauf, du Otto. Ja klar, aber das ist für den Portalraum. Ja, du hättest auch nicht irgendwie eins zur normalen Welt machen können, ne? Das habe ich nicht dabei. Bist nicht so ein Otto. Außerdem finde ich das irgendwie sinnvoller hier zum Portalraum. Unser Buch hat gerade einen Fallschaden bekommen. Das ist jetzt halb tot. Woran siehst du das? Falls eine Lebensleiste. Ich wusste nicht, dass es eine Lebensleiste hat. Ich weiß nur, dass es Schaden kriegen kann. Und dass man es durch Schaden auch zerstören kann. Und ich wusste nicht, dass ein Buch Fallschaden das kriegen ich auch kann. Nicht. Das hört sich nämlich irgendwie verdammt albern an. Kaum. Oh mein Gott, mein Buch ist gestern an Fallschaden gestorben. Brauchten wir Quarz? Ja. Das habe ich mittlerweile vergessen, aber wir brauchten ja auch den hier Rotstein da, also nicht Redstone. Das andere. Ich habe sogar im Inventar. Rubin, genau. Nee, aber den braucht man zum Beispiel für, zum einen halt hier für Werkzeuge und zum anderen braucht man den zum Beispiel auch, um dieses komische, das Ding, was ich vorhin auch dir gezeigt habe, da dieses Cataclysm zu machen. Wow. Und dafür haben wir beim letzten Mal 2 Stacks von den Dingern aufgespart. Ja, nee, für Cataclysm brauchst du hier, den Trockenpuddig. Was? Ne, ich laber gerade nur Bullshit, weil mir gerade das Wort nicht einfällt. Ja, das merke ich, aber ich meine, das macht's ja nicht besser. Doch, viel besser. Fisch ist an den Verrecken, oder was? Ja, will ich. Darfst du aber nicht. Die Todesmeldung finde ich lustig. Oh ja. Ich hab so das Gefühl, dass wir es nicht zum letzten Mal gesehen haben. Hab ich auch. Ich hab das dumpfe Gefühl, dass es irgendwas mit dir zu tun hat. Boah, Slowpoke. Alter, wie ich das schon so brutal anhört. Wurde langsam von so einem Kristall aufgepopelt. Aufgepopelt. Hast du überhaupt ein Dorf im Portal gebaut? Nein, weil ich nicht genau weiß, wo... Alter, was war das denn gerade? Genau, den Spawn bauen. Es gewittert gerade wie sonst was. Und regnet und schüttet und ist ganz schwarz draußen. Ja, das kann eventuell zu Lecks führen. Nee. Ich höre Lava. Alter, Spawn ist unterschiedlich auf jeden Fall. Aber ist ungefähr, wo ich jetzt hier stehe gerade. Okay, ich laufe mal gerade schnell zum Dorf. Und dann sollten wir gleich mal schauen, dass wir kurz schlafen. Ich habe Diamanten gefunden. Ich wollte eigentlich Redstone suchen, aber ich habe Diamanten gefunden. Ich habe jetzt so viele Diamanten schon gefunden. 21 also Stück. Also ich habe 4 Stück gefunden, ne? Ich meine, ich kann ja wieder wegschmeißen, wenn ich brauchen. Also. Ja, ich und Jonas haben uns schon überlegt, was wir am besten mit Diamanten machen können. Was haben wir noch mal alles auf der Liste gehabt? Also wir hatten überlegt, einfach in Lava zu schmeißen. Das kam uns dann aber zu langweilig vor. Ja, wir könnten sie mit TNT explodieren lassen. Ja, das hat man auch überlegt. Oder in die Nether gehen. Ich töte dich mal kurz, okay? Ja.
Bitte ganz still stehen bleiben. Hier kommt okay. Das Vögelchen. Das ist ungefähr in dem Bereich. Ich will den Block unter dir abbauen, das geht nicht. Was war das denn? Wofür brauchen wir Aluminium? Was denn wohl? Für Aluminium. Wow,